Das Gejaule ist ja fast nicht mehr auszuhalten. Das Gejaule ist Caruso. Mein zukünftiger Herr Gemahl ist ein Kunstbanause. Aber du musst doch zugeben, in der Musikhalle würde sich das doch viel besser anhören als hier. Auf diesem neumondschen Dudelkasten. Fortschrittsfeindlich ist er auch noch. Das hat er sich wohl bei Vater abgeguckt. Bei dem brauchst du ja auch bloß Automobil zu sagen. Dann hängt der schon unter der Decke. Was für ein Glück, dass ich meine Achenbach-Hexe in der Garage gelassen habe. Nun kann er sich aber allmählich mal hier blicken lassen. Wollt's hoffen, dass Vater hier gleich auf der Schwelle steht. Ich kann nicht den ganzen Tag auf seine Majestät warten. Wisst ihr was? Besser komm, spielen wir noch ein bisschen Tennis. Wir spielen gemischtes Doppel. Aber nicht mit mir. Solange ich nicht mit meinem Examen fertig bin, müsst ihr ohne mich spielen. Och, ein Doppel mit drei Leuten. Das ist ja wie Skat mit 31 Karten. Examen, Examen, ich höre bloß immer Examen. Wenn ich mir unseren dicken, großen Quacksalber von Hausarzt angucke, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, dass so ein Examen so schwer sein soll. Nee. Ja, ich will ja auch nicht euer großer, dicker Doktor werden. Ja, und Quacksalber schon gar nicht. Vielleicht lieber einen Frauenarzt, hm? Margot. Oh. Und das kannst du Margot nicht antun. Genau wie Vater. Du wirst Viehdoktor, mein Sohn. Was denn wohl anders? Robert, Helene hat doch bloß einen Spaß gemacht. Ja, tut mir leid. Aber wenn ich an Viehdoktor denke, komme ich nun mal immer in den Brass. Was ist das für ein Bild? Kunst ist das nicht. Aber da ist ein Pferd drauf. Und da kommt das auf an. Bei der Familie Krause. Erzähl mal, was ist das für eine Sorte? Dass ich mitreden kann, wenn mein zukünftiger Schwiegervater kommt. Sorte? Na, so fangt man an. Da sagt man Rasse zu. Oder Schlach. Hier. Schwerer Belgier. Glaube ich zumindest. Hat Vater vom Kundengeschenk gekriegt. Guck. Herr Pferdehändler Gustav Krause, zur Erinnerung an unseren 500. Pferdekauf. Die Aktienbrauerei, toll. Guten Tag. Oh. Guten Tag, Frau Krause. Guten Tag. Nee, Frau. Kinders, nun ist das soweit, Vater. Na denn, nun wird das ernst. Ja. Mir puppert das Herz. Was dir? Du hast doch alles keine Angst. Nicht vor Angst, vor Kampfeslust. Nun ist er gerade angekommen. Und in die Schlafkammer gegangen. Ach, dann will er sich wohl erst einen Augenblick. Dann will er sich wohl erst einen Augenblick hinlegen. So lange können wir nur wirklich nicht mehr warten. Ach, der und sich hinlegen. Von wegen. Okay. Der haut sich bloß eben eine Handvoll Kaltwasser ins Gesicht. Und schnell vom Kassler mit Sauerkraut weg und dann jagt er dir auch schon wieder ein neues Geschäft hinterher. Er geht mal erst noch so lange in den Garten. Ich ruf euch denn, wenn's passt. Robert, bitte, ja. Parfum? Zigaretten? Geht ja gerade noch. Das mache ich ja gerade leiden. Tag, Martha. Ja. Dein Mann schon hier. Ja. Was ist denn mit dir los? Du lahmst ja wie unser Droschkengaul. Mir hat heute Morgen einer von den Oldenburgern auf die Hühneraugen gepettet. Bisschen angeschwollen. Also sowas sollte man nicht so leicht nehmen. Lass das lieber.
lieber von Robert behandeln. Robert, der studierte auf Viehdoktor und der Gaul hat sich nicht wehgetan. Aber Fuß ist Fuß bei so einer Wundbehandlung. Erst will ich mal mit Gustav abrechnen. Wie ist seine Majestät gelaunt? Hat er seinen Kuchen oder ist er einfach eine Brast? Ich weiß das nicht. Sag mal, du wolltest doch aufhören mit dem gräsigen Kautabak, Emil. Wollte ich. Aber wo ich so weh doch... Jeden Tag hast du eine andere Ausrede. So kriegst du nie nicht eine Frau und stirbst als Junggeselle. Prim ist gewöhnlich und ungesund. Hab ich schon mal noch mal erzählt, aber du hörst ja. Nun könnte Gustav aber auch bald kommen. Ja, fang mal schnell ein anderes Thema an. Er will doch heute Abend schon wieder weg. Was ist das? Gerade, dass er angekommen ist, wird er schon wieder los? Hm. Das wird schon mal schlimmer. Was steckt da bloß hinter? Wieso? Was soll da hinterstecken? Geschäft. Geschäft. Wozu? Wir haben doch alles, was wir brauchen. Große Villa, dickes Bankkonto, auf einem neuen Pferdemarkt, ein hypothekenfreies Grundstück mit Stallung. Gustav Krause ist der größte Pferdehändler von Hamburg und das will er bleiben. Er will sich nicht von der Konkurrenz überrennen lassen. Ja, aber das ist doch auf Dauer kein Leben. Mal muss das doch aufhören. Ne? Ehrgeiz. Er will wohl noch Millionär werden. Wenn's das Mann alleine wäre. Was denn noch anderes? Wenn ich das wüsste. Du denkst doch nicht, dass er... Ach Gott. Weibergeschichten, meinst du das? Na ja. So ein Schürzenjäger ist er ja gewesen. Früher mal, aber nee, das glaube ich nicht. Heute nicht mehr. Also Emil, du musst mir helfen. Du musst ihm auch mal ordentlich die Leviten lesen. Ich allein kann nur nichts ausrichten bei ihm. So geht das nicht weiter. Wir nehmen uns noch ganz auseinander. Such nicht die Schuld allein bei ihm. Wenn ich dir raten soll, liech ihm nicht dauernd in den Ohren. Lamentier ihm nicht immer was vor. Im Gegenteil, wenn er hier ist, mach ihm das Leben so angenehm wie möglich. Er muss sich zu Hause glücklicher fühlen als unterwegs. Ich bediene ihn doch schon von vorne und hinten. Und quaken tust du nie, nicht? Bis nie nicht deinen Kopf durchsetzen. Nee, aufpassen muss ich auf ihn. Ja, das ist doch zu seinem eigenen Besten. Er muss ja krank werden. Guck ihn dir mal an, wie der aussieht. As Kies und Bockermelk. Linda! Linda! Na, heulst du, wo krank er ist? Verdammte Lockerwirtschaft! Hoppla! Fällt's mir endlich mal wieder um den Hals, wenn ich nach Hause komme. Ja, wenn das auch mal bloß ein Zufall ist. Bei den Pantoffeln war Mick im Schlafzimmer. Minna ist aber auch zu flusig. Aber Minna ist doch gar nicht da. Die hatte heute ihren freien Tag. Das kann ich doch nicht wissen. Stan ist ja auch nie da. Ich hol dir die Pantoffeln. Tag, Gustav. Emil. Na, hat die Reise was gebracht? Ja, gut, dass du hier bist. Ich hab was für dich. Mhm. Ja, was denn das? Du humpelst ja. Mich hat ein Pferd getreten. Ich hab dir doch immer gesagt, bleib mir aus dem Stall, wenn du ein zu viel getrunken hast. Hörst du mich eins weich? Will mit dir abrechnen. Ja. Sag nur mal her mit der Elbschollen. Ja. Aber sei vorsichtig. Denk an mein Ischias. Nee. Ganz ein Stück arbeiten. Schmögner, dann wird das besser. Ja. Und erzähl du mir erstmal, was hier los war. Ja. Hat das Hippodrom nur die Holsteiner gekauft? Ja. Aber bloß drei. Hm? Warum denn nicht alle vier? Den Stallmeister hat der Schimmel nicht gefallen. Na, er wird dem Schimmel auch nicht gefallen, wenn er mit seinem hohen Zylinder in der Manege steht und schreit, aufsitzen zur nächsten Rettung. Assekumans Mutzenbrecher hat die beiden Ponys aus dem Querstall gekauft. Pferd 1.000 zusammen. Aber ich hab doch gesagt, unter 1.500 gehen sie nicht weg. Sind ja auch nicht gegangen, sind gefahren worden. Per Frachtgut. Wenn man nicht alles selber macht. Zwei Kunden waren mal abgeklappt von wegen dem Preis. Nun soll ich den dritten auch noch laufen lassen. Ja, ist gut. Sonst noch was? Friedhof und Schröder, Kohlen in Reppendorf, zwei Belgier, 1.600 Mark. Mhm.
Fuhrwesen Schünemann. Was? Den Trauber Bismarck. 2000 Mark. Gut. Schlüter und Co. kriegte bei einem Fuchsstuben 1400 Mark. Und Lau und Oppenheimer sucht was für einen Fiaker. Ja, und? Na, klippt und kopiert aber. Sowas gibt das bei mir nicht. Tierquälerei, steht wort und schrieben. Die Kundschaft geht nach der Mode. Aber die Pferde sind dagegen. Und das ist mir wichtiger. So, nun komm ich. Schreib mal auf. Morgen früh um 7 ist alles, was ich gekauft habe, auf dem Bahnhof. Hier ist der Verladeschein. 30 Leute brauchen wir, die musst du noch zusammentrummeln. 60 Pferde? Ja. Und alle vom Flensburger Markt? Ja, und 40 Pferde will ich morgen noch im Königsberg aussuchen. Das heißt, die meisten kaufe ich unterwegs auf dem Land. Danke, Martha. Darum musst du heute Abend schon wieder los. Mitten nachts, so, 10:45, ja. Du hättest hier keine Villa, du hättest hier einen Schlafwagen kaufen sollen. Heute willst du schon wieder los? Also das ist ja was. 14 Tage unterwegs und 5 Stunden zu Hause. Emil, nun sag du doch auch mal was. Ich denke, du fühlst dich nicht gut, Gustav. Da geht das nicht nach. Ich muss Pferde anschaffen. Das Geschäft wird immer größer. Ich weiß nicht. Ich glaube manches Mal, dass bloß so eine Scheinblüte, so ein letztes Aufflackern. Ein paar Pferdehändler haben sich schon auf Automobile umgestellt. Darum werden die anderen überlaufen. Wir stehen vor dem Beginn einer neuen Zeitepoche. Schon wieder mal? Nur Schlüter und Co. mit ihren Mitroschen haben nur auch schon 30 oder 40 Automobile. Ja, und trotzdem haben sie am Bornplatz einen neuen Pferdestall hingestellt. Da stehen die Pferde nur 3 Etagen hoch. Ach, gehen wir doch los mit deiner Stinkerfindung. Alle naselang bleiben die Dinger stehen. Dann kannst du nachschieben. Das ist doch alles noch in den Kinderschuhen. Gustav, das hast du damals auch schon gesagt, als sie bei der ersten Straßenbahn die Pferde ausgespannt haben. Ja. Na, da hat die Kinder auf der Straße gesungen, kannst du dich dann aufbesinnen? Wie ist es so gemütlich auf der Pferdebahn? Das eine Pferd, das zieht nicht, das andere Pferd ist lahm. Und nun? Ach, Tönkram. Ach, wir haben doch alle mal auf dem Pferd gesessen. Und dann hoppla, über Stock und Stein. Ey, lief und seel, das Pferd und du. Oder brauchst du uns mal ein Pferd in Dockcar zu spannen? Und hui, kriegst deine 40, 50 Kilometer raus. Hm? Hast lebendiges Leben vor dir. Hast Gott sieh'n Kreaturen an. Ah, und die Neumotzen, die sitzen da in den Kasten und bibbern und beben wie Schüttelfrost. Oder kannst du dir vorstellen, am Wintertag mit so einem Automobil über Alster und Elbe zu glitschen? Ach, das ist doch keine Konkurrenz für uns. Solange das die Kavallerie und die Post gibt, solange geht das auch das Pferd. Ja, also Gustav, hier komm, ist das dich hier aufzuregen? Soll sich mal lieber noch ein paar Stunden hinlegen, wo du doch absolut wieder reisen willst, ne? Kann er. Aber erst muss er mit mir ins Büro und abrechnen. Kann eine lange Sitzung werden. Oh, Gustav, ich geh noch mal eben und ruf die Kinder, ne? Die kriege ich ja sonst gar nicht mehr zu sehen. Augenblick mal eben. Die Kinder? Wieso ist denn das so wichtig? Der Tennisplatz im Park ist fertig. Hast du ihn schon gesehen? Da habe ich keine Zeit für. Für was hast du dir eine Villa mit dem Park gekauft? Damit du fragen kannst, warum ich da nicht ins Spazieren gehe. Für die Familie, mein Junge. Für die Familie. Und da gehörst du auch mit zu. Aber ich habe schon gehört, du guckst dir den Park auch bloß den Düstern an. Und dann zu zweit, du Schürzenjäger. Was die Leute immer zu schludern haben. Schon Fritz Reuter hat gesagt, dein Mensch kann ohne Sludrehen nicht leben. Hei brugt eben als das Lebebrot. Und wird das mal kein Sludern mehr geben, da blieb der halbe Menschheit tot. Philosophieren bringt nichts ein. Komm mal mit ins Büro. Die Kinder kann ich auch später noch begrüßen. So, Kinder, komm mit. So, also, Gustav, nun guck mal eben. Hier, also, das ist die denn doch. Nun sind sie ja doch schon ins Büro gegangen. Also, das ist mir vielleicht ein anstrengender Mann, euer Vater. Och, können Sie ihm denn nicht eben mal einen Scheiß sagen? Um Gottes Willen, stört ihn bloß nicht, Fritz. Ach, zum Piepen. Ihr seid ja sonst ganz vernünftige Menschen. Aber wenn sich das um seine Majestät, Herrn Krause, handelt, dann kriegt ihr vor Angst ins Mauseloch.
Dann können wir auch weiter spielen. Komm, halt, 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 eine Tour. Bleib doch bloß so lange hier, bis dass er zurückkommt. Der muss euch doch endlich mal kennenlernen und wissen, was los ist. An uns soll das nicht liegen. Ja, ich habe hier auch schon mal so en passant so ein Wort fallen gelassen. Aber er hat mal wieder mal bloß halb zugehört und hat da was hergebrummelt von der, na, ein Baron ist nicht für unsere Familie so passend. Ach, und der Baron bin ich. Ne? Ja, wer von heißt, ist für den Baron oder Graf. Ein Baron ist für unsere Familie kein Umgang. Tja, naja, das alles noch werden soll. Okay, das geht aber nicht. Das wird höchste Zeit, dass hier mal rein Tisch gemacht wird. Das sagt sich so leicht. Hier, mein Mann weiß ja noch nicht mal, dass Robert als einen richtigen Humanmediziner ins Examen geht. Er meint, Robert macht seinen Tierarzt. Ja, das ist so. Ja. Ja, also ich gehe mal erstmal hin und ich sag dann Bescheid, wenn er kommt. Ihr macht viel zu viel Umstände mit diesem Mann. Markus, Pietät und Respekt, alles gut und schön. Aber ihr hättet diesem Haustyrann, diesem Despoten, auch mal die Zähne zeigen müssen. Hast du eine Ahnung von unserem Vater? Sein Glück, dass er nicht mein Vater ist. Den hätte ich mir schon zurechtgebogen. Also wenn Robert ihm damals gesagt hätte, ich werde kein Tierarzt, ich will Chirurg werden, dann hätte Vater mit ihm das gemacht, was er mit Konrad gemacht hat. Wer ist denn Konrad? Ja, Konrad ist unser Bruder, der Älteste. Aber der ist mit 18 Jahren schon in die weite Welt gegangen. Weil er mehr Courage hatte als wir. Ja, oder weniger Diplomatie. Ja, erzähl mal. Konrad sollte Pferdehändler werden, aber er wollte nicht. Er hatte Freude an Maschinen und Technik, wollte Ingenieur werden. Der Alte brüllt. Konrad riskiert auch noch eine dicke Lippe. Die beiden waren gerade in der Futterkammer. Naja, und nachher war der Stiel von der Heugabel durchgebrochen. Hat er auf Konrad kaputt gehauen. Mhm. Zum Glück war die schon morsch. Aber unser Bruder, der hat nicht nachgegeben. Er hat sich verbinden lassen und denn als Schiffsjunge mit Kurs Amerika mit 18 Jahren. Ja, und was ist aus ihm geworden? Er hat sich durchgesetzt drüben. Er schreit ab und zu mal an Mutter und euer Vater. Ach, was der so denkt und fühlt, das verrät er nicht. Nee. Gefragt hat er noch nie nicht nach Konrad. Kein Wunder, dass du resignierst. Wir haben ihn in den Glauben gelassen, ich werde Tierarzt. Ja, und wenn ich erst mein Examen gemacht habe, dann bin ich nicht mehr so abhängig von ihm und komm schon alleine zurecht. Ich sag's ja immer, Eltern sind doch eine schreckliche Erfindung. Mutter Lassmann, die passt in unsere Welt. Ja, wenn Mutter nicht wäre, dann hätten wir noch keine Villa. Dann würden wir noch immer auf dem Pferdemarkt wohnen, beim Schlachthof, so mittendrin. Vier Lüttelöcher mit Fenster nach dem Hof raus. Oh, wenn die nicht zu waren. Na, denn hat das vielleicht gestunken, oder? Das war so ein feiner Schlachthausgeruch. Vermischt mit einer Prise Pferdemist. Ja. Schade, dass wir uns nicht schon damals gekannt haben. Mein Vater als Seifen- und Parfümfabrikant wäre dann bei seiner Majestät Hoflieferant geworden. Er kommt. Er kommt. Denn wohl ran an den Pierbus. Emil, Emil. Er verrechnet sich immer zu seinem Vorteil. Macht Spaß, wenn ich ihn bei seinen Anmeiern reinlegen kann. Der muss erst geboren werden, den ich nie anschieben kann. Gustav, wir haben doch Besuch. Ja. Ja, denn will ich mal erst noch mal eben für ein paar Erfrischungen sorgen. Vater? Ja, ja. Wir wollen die gerne uns unsere Freunde vorstellen. Margot Winkelmann. Fritz vom Bodensee. Aha, angenehm. Aber Vater, 1763. Dummy noch mal, was ist bloß los mit mir? Bin ja rein als verkeilt heute. Wir haben schon gehört, Herr Krause, Sie sind nicht so recht auf dem Damm. Ach, was, ein bisschen müde bin ich. Pack mich früh hin heute Abend, wenn ich einen Schlafwagen kriege. Sie sind also der Baron. Ich freue mich, dass wir uns nun mal endlich kennenlernen, Herr Krause. Freuen Sie sich mal nicht zu früh. Zigarillo, Herr Krause. Nee, danke.
hab meine Pfeife gerade ausgelten lassen, nicht? Und die schmeckt mir heute nicht. Ach, vielleicht eine Zigarette? Ja, die kann man besser vertragen. Also, ich hab das doch nie glauben wollen, dass die jungen Deans nur auch das Rauchen anfangen. Bitte. Nee. Aber Manzu, das will ich mir mal angucken, wie sowas aussieht. Danke. Ach, ich rauche ja gern ab und zu mal. Ist ja mal Mode, sowas Gesellschaftliches mitzumachen. Gesellschaftliches mitmachen, aha. Sie sind die Tochter von Winkelmann und Co., nicht? Ja. Arbeiten Sie bei Ihrem Vater mit im Geschäft? Nee, nicht direkt. Mehr so ein bisschen Repräsentation. Ach, denn haben Sie also überhaupt nichts gelernt? Nee, wozu denn? Mein Vater hat doch Geld genug. Und so können Sie leben? Wie ich bereits sagte, ich kümmere mich um die gesellschaftlichen Verpflichtungen. An Vaters Stelle. Ah, ja. Sie gehen ins Thalia-Theater, in die Oper oder auf die großen Gesellschaften bei Reisner in Wandsbek. Und überall zeigen Sie den Leuten, wie gut man mit Winkelmann duftet. So ist das. Ich repräsentiere das Parfüm. Ja, und ich stink nur Peer. Sie sehen also, jeder von uns lebt in seiner eigenen Welt. Gustav! Emil, was willst du? Du störst. Ich wollte bloß Bescheid sagen, du sollst mal ans Telefon kommen. Und das sagst du nicht gleich? Oh, ist bloß ein Ferngespräch. Was? Von einem Konkurrenten. Lass den mal bezahlen. Oh, bin gleich wieder da. Na, was sagt ihr nun? Das war doch gar nicht so schlimm, ne? Mir fehlen die Worte. Hab ich doch gleich gewusst. Du musst bloß wissen, wie du ihn anpacken musst. Gib mir 4 Wochen Zeit, dann ist der alte Brummbär zahm wie ein Lamm. Also nun fällt mir wirklich nichts mehr ein. Du brauchst nicht 4 Wochen. Wenn du so weitermachst, dann langt eine Stunde und du hast dir alles vermasselt, Fräulein Margot. Ja, Fritz hat recht, Margot. Also so kannst du Vater nun wirklich nicht beikommen. Ach Mensch, Margot, bei dem Alten musst du immer mit allem rechnen. Tüchtig Ärger gibt das nur so und so. Wieso? Hat er mich angeschrien, als er mitbekommen hat, dass ich rauche? Das hast du fein hingekriegt, direkt diplomatisch. Da kannst du Minister mit werden. Hat er denn schon Nein gesagt? Hat er uns rausgeworfen? Nee, im Gegenteil. Er will sogar wiederkommen. Ach, Robert, wenn ich dich nicht so lieb hätte, dann... Ja, ist ja schon gut. Aber wie wollen wir denn jetzt weitermachen? Das wollen wir doch mal sehen. Sowas gibt das doch gar nicht mehr. Dass ein Vater sich querstellt, weil er meint, dass 2 Familien von ihrem Stand her nicht zueinander passen. Also da kennst du Gustav Krause schlecht. Aber nun mal sinnig. Was haltet ihr davon, wenn ich mal in aller Ruhe mit ihm rede? Ich meine, ich allein. So von Mann zu Mann. Oh ja, Fritz. Das ist eine gute Idee. Also dann mal raus mit euch. Ihr werdet sehen, dauert nicht lange. Dann ist alles in Butter. Ja, dann kommt man nicht. Die anderen ausgekniffen? Herr Krause, ich hätte gern mal ein paar Worte mit Ihnen unter 4 Augen gesprochen. So, ja, der Mann zu. Dann setzen Sie sich, Mann, damit Sie nicht umfallen. Danke. Also, machen wir das kurz. Ihre Familie und meine Familie passen nicht zusammen. Meine Familie will ja auch nicht Ihre Familie heiraten, ich will Ihre Tochter heiraten. Ist Ihr Vater damit einverstanden? Na, ich will ehrlich zugeben, begeistert ist er nicht. Aber er legt mir nichts in den Weg. Und das ist ein Fehler. Aber Herr Krause, denken Sie nicht ein bisschen altmodisch? Herr Assessor, so ist ja wohl Ihr Titel, ne? Das gibt Sachen, die haben mit der Mode überhaupt nichts zu tun. Ich will, wenn ich meine Tochter mal besuche, nicht lauter Leute treffen, mit denen ich nichts anfangen kann und die mit mir nichts anfangen können. Aber Herr Krause, bloß weil Ihnen das unbequem ist, wollen Sie 4 junge Menschen unglücklich machen. Denn mit Fräulein Winkelmann sind Sie doch auch nicht einverstanden. Helene und Robert sind die Kinder vom Pferdehändler, der zufällig reich geworden ist
Und so werden Sie auch angeguckt. Aber doch nicht, wenn Sie mit uns verheiratet sind. Oh, denn erst recht. Und da werden Sie selbst auch mit unterleiden, wenn Sie womöglich mal Staatssekretär oder sowas geworden sind. Sie irren sich, Herr Krause. Ja, kann sein. Und ich bin auf dem Holzweg. Und Sie bringen das bloß zum Regierungsrat. Gucken Sie mal. Wenn ich beim Pferderennen bin, dann treffe ich wohl den einen und den anderen von meiner vornehmen Kundschaft. Dann geben wir uns die Hand. Sie sagen, Tag, Herr Krause, wie geht's? Und ich sage, danke, ausgezeichnet, Herr Direktor oder Herr General oder Herr Baron. Und dann geht jeder wieder seinen Weg. Was zwischen uns liegt, das kann man nicht erklären. Das muss man fühlen. Und darum sage ich nur auch, habe die Ehre, Herr Baron. Herr Krause, fühlen Sie denn nicht, dass geschäftliche Verbindung und Liebe zweierlei sind? Ich weiß, dass die Liebe ein solides Fundament haben muss. Wenn ihr nach ein paar Jahren wieder auseinandergeht, und das kann gar nicht anders kommen, denn es ist Helene, die blamierte, die geschiedene Frau vom Bodensee. Es wird ihrem Vater egal sein. Mir aber nicht. Herr Krause, ich glaube, Sie sind heute nicht gut aufgelegt. Oh, Sie haben Glück gehabt. So gemütlich wie heute bin ich nie gemacht. Wollen wir nicht doch lieber einen anderen Tag? Merken Sie denn nicht, dass Sie meine Tochter in Ruhe lassen sollen? Ich will nicht, dass die Leute über Helene schludern. Und darum Schluss nun, ein für alle Mal. Ich verstehe nicht, dass Sie mit einmal so um die Zukunft Ihrer Kinder besorgt sind. Sie haben sich doch alle Jahre nicht mehr viel um die Familie gekümmert. Muss ich erst deutlicher werden? Mit Kommandieren ist hier nichts auszurichten, Herr Krause. Helene und ich machen, was wir wollen. Helene hat mir zu parieren. Basta! Bloß ein Jahr noch und dann ist Helene volljährig. Ja, und das eine Jahr schicke ich sie an die Riviera. Und dann haben Sie sie bald vergessen. Cousin, ja? Das, was passiert, das eben angerufen worden von der Stallung. Der Hengst und noch ein anderes Pferd haben die Kolik. Was? Gleich zwei Pferde auf einmal? Verdammt ihn nochmal. Und ich stehe hier klön über meine Gürn und bin noch nicht einmal bei meinen Pferden gewesen. Hier, Träger. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Wir müssen eine Kraftwaschke nehmen. Oh, auch das noch. Telefonier mal nach so einem Stinkermobil. Hab ich schon. Tierarzt. Hab ich auch schon angerufen. Wir fahren vorbei und holen ihn ab. Mein Herr Sohn ist ja noch nicht so weit. Dem ist das Heiraten wichtiger als die Pferde. Puh, ist das ein Tag heute. Nicht doch bloß, dass er in meinem Zug sitzt. Könnte das mal noch klappen werden. Na, ich hab auch so eine Ahnung, als wenn da noch mehr zwischenkommt. Adieu, Herr Krause. Pardon, tschüss, aber hoch. Donnerwetter. Das muss ich erst mal verdauen. Ist er weg? Mensch, war das ein Krach hier? Ja, was ist denn nun? Guck ihn dir doch an, wie er da hockt. Also, Resultat gleich null. Nicht bloß das. Rausgeschmissen hat er mich ein für alle Mal. Ja, wieso? Was hat er denn gesagt? Ach, lass mal. Ich hab gedacht, ich bin im Mittelalter. Na, dann geht das ja noch. Manchmal scheint das fast, als wäre er gerade aus der Arche Noah geklettert. Was soll denn nun werden? Soll das heißen, dass wir uns nicht mehr wiedersehen? Dass wir uns nicht mehr treffen dürfen? Kommt alles so, wie das kommen muss. Wie meine Großmutter immer sagt, kein Unglück ist so groß, es hat ein Glück im Schoß. So, meine Herrschaften. Siehst du mal, na, können wir nun Verlobung feiern? Was ist hier denn los? Ihr Mann ist zu den Stallungen gefahren. Da sind Pferde krank geworden. Ach so. Ja, dann wollen wir uns mal ein bisschen trösten, nicht? Das ist alles aus und vorbei. Mutter, das ist nur passiert. Klare Entscheidung. Er weiß nur Bescheid. Heimlichkeiten gibt das nur nicht mehr. Entweder wir parieren oder er schmeißt uns raus. Ich weiß genau, was ich zu tun habe. Ich werde mir eine Stellung suchen. Ja, mein Examen kriege ich wohl vorher noch klar. Nachher beiß ich mich schon durch. Irgendwo kann ich wohl als Assistenzarzt unterkommen. Na nun mal langsam. Ich bin ja auch noch da. So, komm. Wir setzen uns erstmal alle am Tisch und dann wollen wir mal Kriegsrat halten. Also ich bin nicht pessimistisch. Ja, aber auf der Welt gibt das bloß einen so einen Dickkopf wie Gustav Krause. Ja, nun, Mastino, hört mal zu. Einer allein kommt nicht gegen ihn an. Das haben wir ja erlebt bei Konrad, nicht? Ihr wart damals noch Lütsche Görn und konntet nichts ausrichten. Heute aber müssen wir mal endlich unseren eigenen Willen durchsetzen. Macht kommen, was da will. Aber nicht jeder für sich allein. Nee, denn brüllt uns ja auch heute wieder in der Ecke. Nee, wie ein Mann müssen wir zusammenhalten. Mensch, ja. Mutter hat recht. Jetzt ist die richtige Zeit. Ja. Nun geht das um Zukunft und Glück. Entweder wir setzen uns nur durch oder
Wir gehen aus dem Haus. Wollen wir das nicht lieber aufschieben, bis er von seiner Reise zurück ist? Helene, ja, wir haben dann Zeit, uns das gründlich zu überlegen und können uns darauf einstellen. Nein, 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 das muss nun gleich passieren. Heute fühlt er sich nicht, ist abgespannt und müde. Ja, so eine gute Gelegenheit kommt so leicht nicht wieder. Denn ist das wohl das Beste, wenn Fräulein Margot und ich verschwinden, bevor er wieder zurück ist? Nee, im Gegenteil, wir bleiben hier. Wir wollen ihm zeigen, dass wir schon zur Familie gehören. Richtig, Fräulein Margot. So. Und nun wollen wir uns erstmal stärken, dass wir Kraft und Courage in den Knochen kriegen. So. Prost. Ich hab Mut in mir. Ich könnte Stierkämpfer werden. Ei! Auf in den Kampf! Torero! Siegesbewusst! In der Brust! Warte erst mal ab, bis das Stier erstmal in der Arena ist. Und wir die Hörner zeigen! Keine Angst! Ich steh nun, mein Mann. Ich kneif nicht. Also, ich werde sagen: Vater, so und so. Und wenn du nicht willst, schlägt das 13. Was heißt 13? Fast 12. Oh mein Zeit, wo ist die Zeit geblieben? 12? Wisst ihr, was das bedeutet? Vater ist abgereist und hat noch nicht mal seine Sachen gepackt. Oh nee, was ist die das bloß für ein Mann? Oh, schade, ich war gerade so schön in Stimmung. Dann müssen wir das ja nun doch aufschieben, bis er von seiner Reise zurück ist. Gott sei Dank. Bangbüchs. Nix Bangbüchs. Ich hatte bloß das Gefühl, dass was passiert wäre, wenn wir heute mit ihm zusammengestoßen wären. Und dann haben wir erstmal Zeit, uns einen Plan zurechtzulegen. Und wir können übermorgen deinen Geburtstag feiern. Man muss immer Fatalist sein. Hat alles sein Gutes, auch das Schlechte. Helene, du kriegst vielleicht einen Glitschenmann. Wenn sie mal was mit einem anderen Kerl hat, dann sagt er bloß, wer weiß, wo das gut für ist, hat alles sein Gutes, auch das Schlechte. Junge, du würdest hier so richtig vergnügt und gemütlich. Lass uns mal gleich durchfeiern bis zu Helenes Geburtstag. Au, oh, ja. Das wird ein teurer Spaß werden, nicht, Schwieger, oder? Da, 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 da. Oh, oh mein Gott. Oh. Ach, ja. Könnte es nun nicht anders sein, als das ist. Warum will bloß immer der eine Mensch anders als der andere? Oh, Kinders, nee, du. Nanu, Mutter! Mutter! Ach, nur mal nicht den Mut verlieren. Dann bleibt sie geahnt wieder zurecht. Ja. Frau Krause hat doch bloß einen kleinen Schwips. Merkt ihr das denn gar nicht? Also nicht das eine noch das andere. Aber wir sind hier nur so vergnügt. Und keiner weiß, wo er nun ist. Er könnte nun so schön hier bei uns sein. Kommt vielleicht noch. Kommt vielleicht bald. Was war er doch für ein schöner, guter Junge. Wer? Vater? Ich meine doch nicht Vater. An Konrad, unseren Elsen, muss ich denken. Mit 18 Jahren schon in die weite Welt. Allein. Mutter, nun lass doch. Nun will er euch beide hier womöglich auch noch raus ekeln. Konrad und? Ich schnack doch nur vom Vater. Mein Robert bringt immer alles so ein bisschen in Tüdel, Schwiegermama. Oh, pardon. Sie sind mir doch nun nicht böse, dass ich Sie so tituliere. Oh, ich muss mich auch entschuldigen. Mir ist die Schwiegermutter auch so über die Lippen gerutscht. Dann mach doch nichts. Bisschen eher oder später. Hauptsache, ich werd das. Kinders, ich hab ne Idee. Ich hab doch gewusst, mein Robert ist ein Bleacher-Junge. Er hat ne Idee. Wisst ihr was? Hm. Wir stellen unser Gnatschebrummer von Vater vor vollendete Tatsachen. Wir verloben uns offiziell nu batz auf der Stelle. Doppelverlobung. Mutter, dein Segen haben wir doch, oder? Meine lieben Kinder, alles hat seine Grenzen. Auch das Kommandieren von unserem Herrn und Gebieter. Verlobt euch, ich sag ja. Und wenn er mich tothaut. Oh, ich hab heute Nacht. Und
Gute, das hätte ich vor 10 Jahren bei Konrad nicht gewagt. Ich hab heute noch Zivilcourage. Silenzio, liebe Brautleute, erhebt eure Gläser und stoßt mit mir an. Bei dem ersten Schluck wollen wir an euren Bruder und unseren Schwager Konrad denken. Prost! Prost auf Konrad! Den zweiten Schluck für unsere Mutter und Schwiegermutter. Langseiseleben! Prost! Prost, Mutter! Und den dritten Schluck auf unsere Verlobung. Morgen kaufen wir die Ringe. Prost! Und jetzt wird getanzt! Oh, großartige Idee! Ach oh ja, noch einmal, Herr Schmidt! Achtung! Herr Schmidt! Herr Schmidt! Was bringt die Jule mit? Herr Schmidt! Herr Schmidt! Was bringt die Jule mit? Schon wenn Gustav nicht eifersüchtig wäre. Immer zu. Herr Schmidt, Herr Schmidt, was bringt die Jule mit? Herr Schmidt, Herr Schmidt, was bringt die Jule mit? Ein Schrei und ein Federhut, das bringt der Jule gar gut. Ein Schrei und ein Federhut, das bringt der Jule Oh, das läuft sich wieder zurecht. Aber hätte Gustav Wiener zumindest eben telefonieren können, wir hätten ihm doch seinen Koffer zum Bahnhof gebracht. Wieso? Er muss doch schon hier sein. Er ist doch schon vor mir wieder nach Hause gegangen. Also, der ist doch gerade weggefahren. Wo ist er denn? Er telefoniert wohl noch. Kommt wohl gleich rein. Also, dass man immer das Wichtigste zuletzt sagen muss. Abhören! Abhören. Vater ist gar nicht weggefahren. Oh Gott, was nun? Ja, erst heißt es, er kommt, dann heißt es, er kommt nicht? Ja, rennende Kartoffeln, rudelnde Kartoffeln. Och, och, du schöne Gemütlichkeit. Tja, dann hilft das nichts. Wenn das Schicksal das will, dann ist das auch gut. Oh, Kinder, gehen wir jetzt nicht so lange in Roberts Zimmer. Wir müssen uns nur noch erst wieder in Ordnung bringen. Aber Sie wollen doch nun nicht umfallen. Oh ja, nee. Aber er muss ja nicht gerade sehen, wie viel wir getrunken haben. Nee. So, los, los! Schnell die Tische mit ab. Danke. Junge, wäre ich doch ein bisschen früher gekommen. Nun sind hier bloß noch schäbige Reste. Aber das ist ja nun mal mein Los. Ich muss mich immer mit dem abfinden, was überbleibt. Doppelte Verlobung, was ist das schon? Ich bin allein schon 10 Mal verlobt gewesen. Meine erste Liebe. Olga. Eierlikör, Olga. Denn die Lüde Witwe bei Sorgebier. Wie hat sie immer noch geheißen, ne? Brückner. Richtig, Grete Brückner. Prinz Greten. Rosenlikör. Die haben hier ja ganz scheu durcheinander gepichelt. Damals in der Laube von Jasmin. Annas Stücklein. Ich weiß nicht, ich konnte mich nicht an sie gewöhnen. Nummer 4. Wo war das mal noch? Ah, Jürgen Dampen und Helgoland. Sylvie hat sie geheißen. Oh Mann. Nummer 5. Oh, mach doch mal dir. Mit wem du nun wohl verheiratet bist? Donnerkisett.
Wenn ich Sekt hören sehe, muss ich immer an Frieda denken. Auf der Maskerade der weltberühmten bei Reisner in Wandsbek war das. Ich bin als Litfaßsäule gegangen. Na, nur hör mal auf mit deinen Erinnerungen. Sonst fängst du noch an zu heulen. Aber sag mal, was ist hier denn eigentlich los? Martha hat Besuch gehabt. So? Und wo ist sie nun? In der Küche wird sie sein. Na, dann schick sie mir Mama her. Ich muss ihr nun wohl alles erzählen. Oder hast du schon verraten, dass mir was passiert ist? Kein Wort. Geht dir das nun wieder besser? Das frage ich dich. Wieso? Feierst du immer alkoholische Orgien, wenn ich weg bin? Kannst ja mal zu Hause bleiben. Und du willst mir ja wohl nicht verraten, dass du die ganze Zeit im Stall gewesen bist. Will ich auch nicht. Hast mal wieder einen Pferdehangel begossen und dabei den Zug verpasst. Na guck. Und ich habe hier mit ein paar Bekannten auch mal einen kleinen getrunken. Ist das was anderes? Ist das wohl nicht. Martha, das ist wohl schon ein bisschen spät heute Abend, aber ich muss dringend was in Ordnung bringen zwischen uns. Weißt du, ich habe mir das lange genug überlegt. Willst du nicht das ewige Reisen aufgeben, dass wir mal wieder ein richtiges Familienleben kriegen? Stopp, spar dir deine Gardinenpredigt. Also, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, das Reisen Emil aufzuhalsen und mich selbst nur noch um das Geschäft hier in Hamburg zu kümmern. Ja, ja. Kannst deinen Lüttenschnabel wieder zuklappen. Willst du lieber ganz aufhören? Ja, dann sterb ich. Und wenn sie mich dann obduzieren, steht in der Zeitung, Gustav Krause ist elendig zugrunde gegangen. An Langeweile. Mein Zeitung, du könntest doch mal ausgehen. Lenk dich ab. Lies doch mal ein gutes Buch. Das Einzige, was ich lese, sind meine Bilanzen. Ich habe nun mal kein Talent, Rentier zu spielen. Aber das Reisen, das gebe ich auf. Und wie lange? Wohl so lange, wie ich noch zu leben habe. Das wäre ja zu schön. Man glauben könnte das nicht so recht. Tja, wozu haben wir denn die schöne Villa hier? Und den großen Park? Ich will von nun an auch mal in der Sonne liegen. Ja, und Freunde wollen wir uns einladen. Gesellschaften geben. Es wird höchste Zeit, dass wir anfangen, mit unserem Schloss hier zu renommieren. Das bringt Kredit. Ach so, nun begreife ich das. Ich muss entschuldigen, aber ich bin manchmal ein bisschen dusselig. Ne? Wieso? Naja. Dass ich gleich gemerkt habe, dass du mich auf den Arm nimmst. Ich nehme dich nicht auf den Arm, oder? Oder? Das hast du ja lange nicht zu mir gesagt. Guck mal. Es ist doch so. Da lebst du deinen Turn weg, kümmerst dich um jeden Plünnenkram, nimmst alles wichtig, am meisten dich selbst. Und auf einmal passiert was, wo du nicht mitgerechnet hast, wo du nicht gegen ankannst. Tja, und dann geht dir plötzlich ein Licht auf und haust dich vor den Kopf und fragst dich, wie das möglich ist, dass du vor lauter Bäumen den Wald nicht siehst, vor lauter Arbeit nicht das Leben. Ist denn was passiert? Ja, die Pferde. Zwei meiner besten Pferde. Gestern noch kregel und vergnügt, fast nicht zu bändigen und heute Nachmittag. Kolik. Das ging um Leben und Tod. Emil meint doch, die werden wieder besser. Ja, das wollen wir hoffen.
Aber für mich war das meist wie ein Zeichen an der Stallwand. Und da habe ich mir gesagt, du hast nun Geld genug zusammengekratzt. Wenn du noch was vom Leben haben willst, dann wird das bei Lütten Zeit. Weiß Emil das schon? Ich werde heute Abend noch mit ihm reden. Ach, sind die Kinder schon im Bett? Oh, das will ich nicht hoffen. Was? Ich meine, die haben den ganzen Abend auf dich gewartet. Die haben was auf dem Herzen. Ja, das kann ich mir schon denken. Ist wegen der Heiraterei, ne? Ja, auch darüber habe ich nachgedacht. Ich glaube, da können wir auch noch zusammenkommen. Ich will Ihnen mal einen Vorschlag machen. Also Gustav, du willst ja wohl auf deine alten Tage noch zum Engel werden, was? Na, wenn Sie noch auf sind, dann ruf Sie mal her. Ach du, Helene hat übermorgen Geburtstag. Vergesst das mal nicht wieder. Du wirst dich wundern. Diesmal werde ich hier gratulieren und mitfeiern. Das ist ja wohl nicht möglich. Das ist ja wohl schon 10 Jahre her, dass wir nicht mehr zusammen gefeiert haben. Was willst du denn schenken? Oh, was soll ich ihr denn schenken? Sie hat doch alles. Von mir? Ja, aber von meinem Geld. Na, beruhig dich, Mutter. Auch an ein Geschenk habe ich gedacht. Ich habe Emil losgeschickt zum Juwelier Grossmann. Und sowas kaufst du nicht mal selber. Naja, also ich laufe eben hin und rufe die Kinder. Du stehst da, als wenn du in deinem Leben noch kein Pferd gesehen hast. Emil, komm, setz dich. Ich muss was mit dir besprechen. Aber das bleibt unter uns. Das hört sich an einer Verschwörung an. Ist das auch. Da wissen das nur 3 Leute. Ich, du und der Doktor. Wer sind umgebracht worden? Ich. Ach so, dann wird es Malheur heute Nachmittag. Ja. Das war nämlich kein lüttes Malheur. Ich bin nicht ausgerutscht, auf den Hinterkopf gefallen und dann ohnmächtig geworden. Nee, ich bin erst ohnmächtig geworden und dann hingeschlagen. Wie kommst du da auf? Oh. So ungefähr habe ich das selber gemerkt. Tja, und dann bin ich heute Abend gleich zu unserem Hausarzt gefahren. Mann, was regst du dich aber auch schon auf bei den Pferden? Der Doktor hat mich dann in seiner Klinik mit allen Schikanen und Finessen untersucht. Hier. Dein Herz? Ja, mein Herz. Es gibt ja gewisse Leute, die meinen, ich habe gar kein Herz. Du, Emil, das muss nur alles anders werden. Ja, wovon kommt denn das nun mit dem Maul? Vom soliden Leben, du Döschbaddel. Ja. Ich muss mehr trinken. Wie schön für dich. Nicht, was du denkst. Limonaden. Heilquellwasser, sagt der Doktor. Na, der Mann brauscht. Ja. Hör zu, Emil. Reisen und Einkaufen ist von nun an deine Aufgabe. Den nächsten Pferdemarkt in Flensburg übernimmst du. Du kriegst Besen und Prozente vom Umsatz obendrein. Einverstanden? Mensch, Gustav. Aber wer kümmert sich um das Verkaufen? Ja, das kann der Stallmeister machen. Das ist ein piezer Kerl. Ich halte dem bloß noch die Hand über das Ganze. Wenn du das mal aushalten wärst. Naja, ein Pferdemarkt aus St. Pauli kann ich wohl noch übernehmen und überwachen. Ist ja mal bloß 3-mal im Jahr. Und du meinst wirklich, du kriegst das zurecht? Was? Na, so am Nachmittag von deinem Leben schon Feierabend machen. Und dann kann dir auch keiner was recht machen. Was soll das heißen? Na, du bist einer von den Leuten, die immer rumbölken, wenn man nicht alles selber macht. Und du bist einer von den Leuten, der viel zu viel quasselt. Also, was ist das? Na, Knorkus auf einfach schwärmen. Du, pass bloß auf, dass du dich nicht verrätst. Kein Mensch darf zu wissen kriegen, warum ich mich zur Ruhe setze. Meine Familie schon gar nicht. Ach, hast du den Schmuck für Helene gekauft? Nee, noch nicht.
Warum? Nee, das war mir zu riskant. Nachher gefällt dir das nicht. Ach, Blödsinn. Hättest das Teuerste genommen, hättest das Beste gehabt. Oh, wenn man nicht alles selber macht. Denk an dein Herz, Gustav. Hier, ich hab doch was mitgebracht. Was? Und das trägst du auf dem Bauch? Na, ich werde doch so teure Sachen in die Tasche stecken. Wenn man mich mal ausräubern will, bitte meine Tasche dann leer. Und ich wundere mich, wie du bei dem Schmierbauch kommst. Oh. Das hier, das sind ja wohl die Ohrbummel, ne? Du, guck mal, Emil, was meinst du dazu? Junge, das steht dir aber gut. Na, was sagst du hierzu? Ja, bist ein schmucken Kerl, komm, die Brosche nehme ich. Hoffentlich fällt Helene nicht in Ohnmacht, ja, wenn sie die kriegt. Du, ist aber genug, die nehme ich auch noch. So, und das andere, das packt man wieder in deinen Känguru-Beutel. Du, sag mal, hast du dein Geld auch da drin? Alles zusammen. Aber lass uns das mal lieber in den Tresor packen. Ja, meinetwegen. Aber wahrhaftig, dein Bauch ist wertvoller als meiner. Also, der... Ich sag, der Mann ist nicht wiederzukennen. Das ist das schlechte Gewissen. Er merkt, was er uns antun will. Wo bleibt er denn nun wieder? Gustav! Beruhig! Im Moment ist aber wirklich oben aufpassen. Also, das Emil, der sitzt mal wieder bis oben hin voll dummes Zeug. Aber dass Vater nun mit einem Mal in Familienglück machen will, na, das kann ja niedlich werden. Ich sehe ihn schon auf dem englischen Rasen mit ihm blinde Kuh spielen. Über 10 Jahre hat er sich nicht mehr um uns gekümmert. Und von nun an will er überall mit bei sein. Pass auf, Mutter, so kommt das. Na klar, er ist für Gründlichkeit. Nun wart mal erst mal ab, was er euch sagen will. Ja, das kann mir schon denken. Ihr könnt heiraten, aber ich als Vater bin immer dabei. Also was er auch mit uns vorhaben macht, wir bleiben diplomatisch. Wir sagen zu allem ja. Wir müssen mit der Wurst nach dem Schinken schmeißen. Pass auf, am Ende ist ihm sein Geschäft doch wichtiger als sein dicker Kopf. Ja. Wenn Vater nun doch wieder reisen will, dann mag das ja für euch Glück sein. Und für mich? Ich bin denn wieder allein. Ach, Mutter, du hast doch uns. Naja, morgens eine Viertelstunde und mittags 10 Minuten. Ne? Mutter, help! Mutter, wo ist mein Hemd? Mutter, wo ist mein Büchs? Und wutsch, seid ich wieder über alle Berge. Mutter, wir bessern uns. Sollst sehen. Wir gehen mit dir aus. Oh ja, in Alster-Pavillon. Ja, wir spielen mit dir Tennis. Und dann machen wir uns das mit dir so richtig gemütlich. Ach, was, ihr gehören Freund. Ihr gehört zu euren Freunden und ich gehöre zu Vater. So, nun wischt euch mal den Alkohol aus den Augen. Und hier, packt mir schnell den Tisch wieder. Nun machen wir so richtig in Familie. So, Musik nur achten. Holz an den Kern. So, du und dann sag ich zu Vater, fix oder nix, end oder weder. Oh. Ja. So ist das, Mutter. Mit seinem eigenen Schnack ist mir gekommen. Oh, ich glaub, nun geht das auch los. Ah, Donnerwetter. Na, da seid ihr ja. Tja, dann können wir uns versetzen, nicht? Ja, bitte, Vater. Mutter. Danke. Ja, Kinders, wie lange ist das eigentlich schon her, dass die ganze Familie so gemütlich zusammengesessen hat? Ja, wenn ich mich recht besinne, war das noch vor meiner Geburt. Hoho, werd nicht frech, Jung. Vater, Mutter hat uns erzählt, du willst dich zur Ruhe setzen. Naja, ab und zu fühle ich mich so ein bisschen müde, ne? Naja, du bist ja auch nicht mehr der Jüngste. Pass ein bisschen auf dein Herz auf. Mein Herz? Woher weißt du das? Ich meine, wie kommst du denn auf sowas? In der Firma Gustav Krause trinkt ihr alle zu viel Grogs und Cognacs und raucht in eins weg. Da sollst du mal mit aufhören, Vater. Da hast du das. Und das gilt auch für dich, Onkel Emil. Jung, du wärst Viehdoktor und hast bloß das Recht, Kuh und Schwein Cognac und Tabak zu verbieten, aber nicht dein Vater. Bei deiner Rossnatur brauchst du einen Viehdoktor, Vater. Also, Robert hat recht. Du sollst dich mal zur Ruhe setzen. Ja, das ist nun ein bisschen viel verlangt. Gemütlicher machen will er sich das. Ein bisschen mehr vom Leben haben. Ja, ein bisschen reisen.
Luftveränderung. Und ihr kommt mit. Wir? Ja, wohin denn? Nach Helgoland. Ja, wo wir neulich gewesen sind. Aber Vater, das ist doch schon 15 Jahre her. Na eben, da zeigt ihr mir, wo ihr als Kinder gespielt und rumgetobt habt und wo du dir den Arm gebrochen hast. Ich nicht. Robert. Mir war das auch nicht der Arm, das war das Bein. Ja, guck mal, wie genau ich das noch weiß, nicht? Ja, wunderbar. Ja, ja, oder mal einen anderen Vorschlag. Wie wäre das mit einem neumodischen Bad? Wie wäre es mit nächster Woche? Baden, baden. Oh, bloß so zum Spaß. Da können wir dann alle zusammen ein schönes Glas Brunnenwasser trinken. Naja, bloß zum Vergnügen. Also mich musst du entschuldigen, Vater. Ich habe nächste Woche ein Tennisturnier. Na, dann spielst du eben nicht mit. Ich bin schon angemeldet. Du meldest dich wieder ab, kostet eine Briefmarke. Ich kann auch nicht mit, Vater. Sitzt doch mitten im Examen. So. Na, dann eben nicht. Naja, aber wo wir ja hier unseren schönen Park haben, können wir ja auch hier Sommerfrische machen. Ja, ist mir auch recht. Und da fällt mir ein, ihr wollt doch gerne so ein Schwimmbassin haben. Ja, aber du hast gesagt, wir sind verrückt. Ach nee, 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 das nehme ich zurück. Schwimmen ist gesund und ich brauche auch viel mehr Bewegung. Was? Du kannst schwimmen, Vater? Ja, und wie? Ja, ich habe zwar bei den Kürassieren gedient, aber ich wäre viel lieber bei der Marine gewesen. Vater als Matrose. Nee, nee, wir brauchen gar kein Bassin mehr. Wir schwimmen ja in meinem Club. Oh, und ganz großartig. 18 mal 20. Donnerwetter. Oh, da komme ich mal mit hin. Das gucke ich mir an. Tja, Vater. Ich glaube nicht, dass dir das da gefällt. Aha. Tja. Mutter hat mir ja lange genug vorgeworfen, dass wir kein Familienleben haben. Aber ihr selbst wollt das ja auch gar nicht. Vater, da geht das ja im Moment gar nicht um. Wollen wir denn nicht erst mal... Also Mutter hat uns vorhin erzählt, du wolltest mit uns über Fritz, ich mein Herrn von Bodenstedt ja, und Margot Winkelmann. Du hast einen Vorschlag? Ja, richtig, ja. Ja, Kinders, guck mal, das ist ja nur so. Mein Vater wollte anders als ich und ich anders als er. Und eure Kinder wollen eines Tages auch mal ihren Willen durchsetzen. Und dann erst werdet ihr gewahr, dass die Eltern doch weitsichtiger sind und dass sie meistens auch immer Schuld haben. Lass mich ausreden. Ich bin kein Unmensch. Ich glaube zwar nicht an die große Liebe, aber wenn eure feinen Herrschaften, sagen wir, nach 2 Jahren oder meinetwegen auch nach 1,5 Jahren euch immer noch heiraten wollen, dann soll mir das recht sein. Wenn 2 Jahre nichts ist. Warum sollen sie mal nicht? Ja, meine Bedingung ist so. Ihr dürft euch die ganze Zeit nicht treffen. Müsst euch aus dem Weg gehen. Nicht zusammenkommen? Wo wir uns jeden Tag über den Weg laufen könnten. Vater, das geht doch gar nicht. Oh, das geht. Fein geht das sogar. Wenn Robert sein Examen gemacht hat, dann reisen wir ab. Alle zusammen auf Weltreise. Ich auch. Du wirst hier Chef und Häuptling. Einer muss ja hier bleiben. Aber wenn wir wieder zurückkommen, dann kriegst du auch deine Weltreise, Engel. Na? Vater, das ist... Das kommt nicht in Frage. Schön. Dann kriegst du keine Weltreise, Engel. Vater, das ist eine Gemeinheit. Nee, mein Junge, das ist eine Prüfung. Aber da sehen wir das ja. Danke seid ihr, dass der Herr Baron und das gnädige Fräulein sich inzwischen avisieren und sich anderweitig verloben. Vater! Das ist mein letztes Wort. Erst die Weltreise. Dann könnt ihr meinetwegen heiraten. Es kommt ja erst die Hochzeit und dann die Weltreise. Aber bei dir muss das ja alles umgedreht werden. Tja, Kinders, dann macht eure Doppelverlobung mal wieder rückgängig. Doppelverlobung? Oh, ich dusse. Nee, nee, ist schon gut, Onkel Emil. Nun lass kommen, was kommt denn? Da kommt schon was. Kinders, ihr habt uns wohl versetzt, was? Was für ein Glück, dass wir was zu trinken hatten, sonst wären wir eingeschlafen. Er ist immer wieder eingeschlafen. Mann, ich hab ihn immer wieder wach gekriegt. Ich hab immer gerufen, Schwiegerpapa kommt. Ist das Museumsstück immer noch nicht hier? Onkel Emil, ja,
so einen Bruder, der nicht in der Welt passt. Oh, ja. So. Doppelverlobung hat es hier gegeben. Hinter meinem Rücken. Gegen meinen Willen. Mit meiner Einwilligung? Das ist ja ein regelrechtes Komplott gegen mich. Das kommt ja auch ganz auf den Vater an. Was soll das heißen? Das soll heißen, dass du dich früher nie um die Familie gekümmert hast. Bloß immer um Geld. Hast du uns einmal auf deine Reisen mitgenommen? Hast du einmal mit uns gespielt, dass wir nur lieb waren? Hast du Robert im Krankenhaus besucht, als er das Bein gebrochen hatte? Hast du uns einmal persönlich was zu Weihnachten geschenkt oder zum Geburtstag? Wenn wir die mal mit unseren Lütten sorgen kämen, dann hast du uns angefahren. Wir sollen dich in Ruhe lassen, du hast keine Zeit. Wir konnten zugucken, wenn die Kinder von unseren Stallknechten mit ihren Vätern zum Dom gingen. Du bist nicht einmal mit uns ausgegangen oder ausgefahren. Und wenn 100 Pferde im Stall standen, wir konnten mit dem Dienstmädchen losziehen. Weil ich Geld verdienen musste, damit ihr nicht mal Pferdeknecht oder Dienstmädchen spielen mussten. Das glaubst du doch selber nicht. Ja. Wenn wir Pferde gewesen wären. Was weißt du überhaupt von uns? Du hast für dich gelebt und wir für uns. Und über Nacht merkst du, dass du eine Familie hast. Hm. Im Gegenteil. Ich merke, dass ich keine Familie habe. Zumindest keine mehr, die sich von dir schikanieren und kommandieren lässt. Du hast dich so viel um uns gekümmert, dass du noch nicht mal gemerkt hast, dass ich gar nicht Tierarzt werde. Ich studiere auf Doktor Med. Dann hast du also all die Jahre deinen Vater belogen. Du hast mich dazu gebracht. Kannst du das denn nicht begreifen? Ja, Vater. Das ist, was wir uns vorgenommen haben, dir heute zu sagen. Egal, was nun kommt und was nun wird. Du gehst sofort auf dein Zimmer? Und bleibst da so lange, bis ich dich rufen lasse. Du bist volljährig. Du kannst machen, was du willst. Bis morgen Mittag kannst du dich bei mir noch entschuldigen. Hier gibt es nichts mehr zu entschuldigen. Raus! Warum ist Robert nicht Tierarzt geworden? Weil er da keine Lust zu hatte. Er hat die Menschen wohl lieber als die Pferde. Verstehe ich nicht. Leider. Das ist das ja mal. Denn meinst du also auch, dass ich ein schlechter Vater bin? Du warst kein schlechter Vater, aber du warst auch kein guter. Gustav, in all den Jahren hast du dir nicht einmal Gedanken gemacht, was aus Konrad geworden ist.
Was weißt du von meinen Gedanken? Als die Kinder klein waren, habe ich zu ihnen gesagt, Kinder, seid nicht so, Vater meint das nicht so. Heute aber glauben sie das nicht mehr. Sie und da konnte ich nicht anders, da habe ich ja gesagt zu der Verlobung. Das ist dir wohl bannig schwer gefallen. Na ja. Wenn du nur die Wahl hättest zwischen mir und den Kindern. Wenn das heißen soll, dass du die Kinder rausschmeißen willst, denn Gustav, ich kann nicht von den Kindern lassen. Aber von dem Mann. Ich kann bei dir bleiben und ich kann auch für die Kinder sorgen. Sie bleiben ja in Hamburg. Das ist halber Kram. Bei mir heißt das End oder Weder, das weißt du. Ja. Ja, denn, ne? Muss ich wohl mit den Kindern gehen. So. Naja. Kinders, Kinders! Noch einer hier, der bei den Kindern bleiben will? Nee, ich halte zu dir, Gustav, das weißt du. Du brauchst mich nötiger als vorher. Sabbelig, pack unsere Sachen. Was? Mitten in der Nacht? Denn, habt ihr euch wohl immer geschrieben? Du und Konrad? Ja. Ist er gesund? Ja. Geht's ihm gut? Ja. Very good, schreibt er. Das freut mich. Wenn du willst, dann grüß ihn von seinem... von mir. Danke. Mutter, wir sind uns einig geworden, dass wir freiwillig aus unserem Elternhaus weggehen. Robert schläft bei uns. Helene bei uns. Augenblick mal. In der Sache habe ich das letzte Wort. Wir wollen ja kein Aufsehen erregen, dass die Leute was zu schludern haben. Wenn hier einer geht, dann bin ich das. Lieber Vater, was hast du denn vor? Keine Angst, ins Wasser gehe ich nicht. Aber das Wort Vater mache ich nicht mehr hören. Ich bin hier nicht mehr Vater. Ihr könnt nun tun und lassen, was ihr wollt. Braucht euch nicht mehr anzustrengen, mir was vorzulügen. Ach, ihr, das Geschenk für Helene. Du kannst es nehmen oder nicht. Gefallen wird dir das sowieso nicht. Aber der Palast hier, der ist für euch gekauft. Ich bin mir immer vorgekommen wie zu Besuch. Ich ziehe wieder zum Pferdemarkt. Ach, ihr... Der Schlüssel für den Geldschrank. Langt man ordentlich zu, ist genug da. Das kommt gar nicht in Frage. Das ist mein letztes Kommando hier. Buster, du kannst doch nicht ohne einen Pfennig... Mein Kapital ist das hier. Emil, das ist das Einzige, was wir mitnehmen. Macht euch um mich keine Sorgen. Ich habe eher wieder neues Geld zusammen, ehe ihr das Alte verjubeln könnt. Ich hab mich noch nie nicht verspekuliert. Komm, Emil.
Gustav. Emil. Ist genug frische Luft reingekommen? Mach die Tür zu, Emil. Wird höchste Zeit, dass ich selbst wieder auf Reisen gehe und einkaufe. Tu das! Dem Cognac ist das egal. Ob du ihn hier trinkst oder unterwegs. Das ist wohl wieder ein Geschenk von einem Kunden. Ja, ja. Die Leute nehmen absolut keine Rücksicht auf meine Gesundheit. Schande wert. Ich halte es für meine Pflicht, mich für dich zu opfern. Prost. Emil. Und Gratulation zu dem 25. Geschäftsjubiläum. Ach nee, dass du daran gedacht hast, Emil. Andersrum. Ach, ich danke dir auch schön. Tja, meine Freunde haben das ja vergessen. Das heißt, heute Morgen waren ein paar Leute vom Kegelclub hier. Ich soll noch von Pastor Hanne gratulieren. Der hat auch angedacht. Pasta und Kegelclub. Bisschen wenig für die Firma Gustav Krause, nicht? Naja, ich hab ja auch nichts davon gemacht. Oh, das ist nicht allein, Gustav. Wir gelten nichts mehr. Wir sacken ab. Nur kein Wunder. Die Pferde sind ja auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nun macht es man nicht doller, als das ist. Naja, bloß nicht zugeben, dass du nicht einkaufen kannst. Zu meiner Zeit, da habe ich Pferde angeschafft, da konntest du zu sagen. Immer die Schuld bei anderen suchen. Vor 2 Jahren war die Familie schuld, nun bin ich der krumme Hund. Du sagst bloß, dass ich nicht verkaufen kann. Das liegt nicht an meinem Einkauf und nicht an deinem Verkauf, das liegt an der Zeit. Das willst du bloß nicht wahrhaben. Heute haben wir zumindest 20 Pferdehändler weniger in Hamburg. Na also, und wer nun noch ein Pferd braucht, der muss doch bei uns kaufen. Tut er aber nicht. Und warum nicht? Gustav, machen wir uns doch nichts vor. Geht immer mehr bergab mit dem Geschäft. Ob ich nun gut einkaufe oder schlecht, was zählt das schon, wenn weniger Pferde gebraucht werden? Sogar Wäscherei Testdorf fängt an und steigt auf Autos um. Wir müssen das Geschäft irgendwie umstellen. Ach, du hast ja Rotten auf dem Böen. Und du bist von gestern. Nun bist du gerade ein paar Stunden hier, da geht die Quakerei schon wieder los. Du bist ja immer für Ent oder Weder. Mir habt ihr immer vorgeschmissen, dass ich das Wichtigste zuletzt sorge. Darum will ich dir nur rein Wein einschenken. Ich hab die Bücher noch mal durchgeguckt. Ich bin pleite. Das weiß ich so gut wie du. Wenn ich in 14 Tagen nicht 18.000 Mark zusammenkratze, dann wird König und Co. mir das Gas abdrehen. Und das Grundstück hier kommt unter den Hammer. Na, dann weißt du ja Bescheid. Ja. Du musst dich also auf die Socken machen, zu deiner Familie gehen. Das werde ich nicht tun. Eher beiß ich mir im Finger ab. Bleibt dir aber nichts anderes übrig. Ist doch ganz natürlich. Für dich ja, aber für mich nicht. Denkst du, ich will mich blamieren? Sollen die mich auslachen? Wie konntest du ihnen aber auch das ganze Geld überlassen? Ach, wenn die schlechte Konjunktur nicht gewesen wäre. Ach, das kann man doch voraussehen. Ja, konnte. Ich habe eher wieder neues Geld zusammen, ehe die das alte verjubeln können, habe ich gesagt. Soll ich nur hingehen und betteln? Kennst du mich nicht besser? Denn weißt du wohl anderen Rat? Weiß ich. Aha, kann mir schon denken. Ach nee. Die Wirtin von drüben. Was, die Frieda? Die pumpt mir doch keine 18.000 Mark. Sie hat aber Geld wie Heu und da sind noch mehr hinterher. Ich bin nicht hinter ihr her. Mollig und hübsch ist sie auch. Mir ist sie viel zu spitterlig. Aber wo willst du denn die 18.000 Mark hernehmen?
Ich hab doch Freunde. Ach so, du meinst wohl all die, die heute zum Jubiläum gratuliert haben. Naja, Freunde und Freunde ist nicht dasselbe. Aber ich hab doch auch ein paar, denen ich mal geholfen hab, als sie in Druck waren. Die werden mich bestimmt nicht ins Stich lassen. Und hat dir schon einer zugesagt? Doch, muss jeden Tag kommen. Ich hab an Mörle geschrieben, an Kuddel Klüt und noch ein paar andere. Wenn jeder was gibt, ist das Geld zusammen. Tja, wenn... Ja, du glaubst doch nicht im Ernst, dass bloß einer mich im Stich lässt. Augenblick mal. Warte mal. Amt 4, bitte. Bitte 1748 Schünemann. Hier ist Gustav Krause. Tag ein. Alles gesund bei dir? Bist auf dem Kater, naja, wenn das weiter nichts ist. Was macht das Geschäft heim? Was? Garagen willst du bauen lassen? Nee, nee, da ist der Pferdemarkt hier nicht die richtige Gegend für. Höchstens Reparatur. Ach du, hör mal heim. Ich brauch so auf den Stutz so eine 18.000 Mark. Kannst du mir vielleicht den Lücken gefallen tun und... Naja, klar, du brauchst nur jeden Pfennig für deine Garage. Ja? 3.000 bis 4.000 Mark kannst du für mich flüssig machen. Gutheim, danke. Zinsen? Ja, ja, da reden wir noch drüber. Ich guck mal bei dir vorbei. Na ja, ist gut. Tschüss, mein Job. Na, was sagst du nun? Post ist gekommen. Von Schmidt, Hüßmann an des Kurzen. Hier ist auch was von Mörle. Na also, da sind sie ja. Den wollen wir mal sehen. Ja. Das wäre das. Ist nicht so viel zusammengekommen. Wie viel denn? So gut wie nichts. Ausreden, Entschuldigung. Um Mörle. Das ist doch nicht zu glauben. Alles Leute, denen ich mal geholfen habe, als sie in Druck waren. Von denen ich nur verlangen kann, dass sie mir auch mal helfen. Gut, dass du das Leben auch mal von dieser Kante kennenlernst. Ich hab mich nicht entschuldigt. Ich habe keine lumpigen 400 oder 800 Mark angeboten. Nee, ich habe angeschafft. Wie viel brauchst du? 8000 Mark? Nee, du brauchst 10.000. Und am nächsten Morgen hat er die. Und nun, wo er Geld hat. Oh, dass er sich nicht schämt. Dieser Herr Mörle. Lass doch das jammern. Du hast doch selber Geld. Geh hin nach deiner Familie. Ich will nicht betteln, habe ich dir schon mal gesagt. Das ist doch keine Bettelei. Das ist dein Geld. Ich hab ihm das geschenkt. Geh das nicht rein in deinen Dötz. Nee, du, den Triumph gönn ich ihm nicht. Triumph, Bettelei, Gustav. Was du bei deinen Freunden machst, das ist Bettelei. Freunde. Dein Schwiegersohn, der Herr vom Bodensteg, der sagt immer, wer weiß, wo das gut für ist. Der ist gar nicht so überkandidelt. Ach, du bist ein armer Dröbüdel. Denn willst du also Konkurs anmelden? Und wenn ich mich auf die verflixten Automobile umstellen muss, ich komm wieder hoch! Hab ich das richtig mitgekriegt? Du kriegst das fertig und gibst deine Pferde auf? Das sein muss. Gustav, was du da eben gesagt hast, das freut mich. Das steckt nämlich mehr hinter, als du selber weißt. Ach, Emil, was wissen wir von der Zukunft, wo wir noch nicht mal mit der Gegenwart klarkommen? Bloß an der Vergangenheit, da kannst du merken, was für ein Ochse du bist. 500. Pferdekauf,
Eine Firma allein. Tausende sind das gewesen. Und da war nicht ein Pferd dazwischen, das ich nicht selbst gekannt habe. Da liegt nicht den Hals kloppt und es nutzt rot, Hef. Ein Peersnut ist doch weggeassen wie bei einem. Sie haben mich reich gemacht, die Pferde. Und dass ich nur arm bin, das ist meine eigene Schuld. Fehler sind leicht gemacht, sie aber wieder gut machen. Das ist nicht so einfach. Naja, was ich dir hier eben erzählt habe, Emil, das bleibt unter uns, hörst du? Ich hab das aber auch gehört, Herr Krause. Na, nu? Aber ich sag auch nichts weiter. Man muss sich doch mal Luft machen, ne? Da braucht man sich auch gar nicht zu genieren. Solche Gedanken sind mir auch schon gekommen. Ist noch gar nicht lange her. Wollen Sie Pferde kaufen? Nee, das nicht. Womit kann ich sonst dienen? Das ist nicht so leicht gesagt. Kommen Sie vom König und Co. wegen meiner Schulden. Sechs Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, 30 Jahre. Erkennst du mich wirklich nicht wieder? Konrad. Ja, Vater. Aber keine Angst. Ich komme nicht als verlorener Sohn. Zwar auch nicht als amerikanischer Millionär. Ich komme bloß mal zu Besuch. Und was willst du bei mir? Mit dir abrechnen. Abrechnen. Vielleicht habe ich das verdient. Denn hau man zu, bist mir nun wohl über. Vater! Oder bist du gekommen, um mir ein Jubiläumsgedicht aufzusagen? Über Geld will ich mit dir abrechnen. Geld? Das tut mir leid. Aber im Augenblick kann ich dir kein Geld geben. Ich will dir Geld geben. Mutter hat mir immer Geld geschickt. Ja, dann rechne man auch mit deiner Mutter ab. Mutter sagt, das ist deins, das hat sie von dir. Ach so, darum damals die vielen Geldforderungen. Das war für dich mit. Ja, wie viel kann das schon sein? Genau, 20.000 Mark über die ganze Zeit. Deine Mutter ist ein Finanzgenie. Ich hab mir damit drüben eine Existenz aufgebaut. Na, und läuft dein Geschäft gut? Großartig. Was ist das denn? Automobilhandel und Reparatur. Guck mal an. War ja nur meine Leidenschaft, die Maschinen. Und meine nicht, das war ja das Malheur. Aber das Geld will ich nicht haben. Das gehört dir. Keine Widerrede, du weißt, das kann ich nicht ab. Aber wenn du mir was Gutes tun willst, dann pump mir das Geld auf ein paar Jahre gegen Zinsen. Ohne Zinsen. Mit Zinsen? Ich hab da nämlich was vor, weißt du? Tja. Bist du verheiratet? Ja, aber meine Frau ist drüben geblieben und passt auf das Geschäft auf. Ich muss immer wieder her. Hast du Kinder? Du bist Großvater. Derns oder Jungs? Ein Jung. Wie heißt er denn? Gustav. Nett von dir, Konrad. Ich wollte, das wäre nicht passiert damals.
Ist schon gut, Vater. Sollte wohl so sein. Ja, wer weiß, wo das gut für war. Ach, das ist ja wohl ein dummer Schnack. Sag das nicht, sonst hättest du jetzt keine 20.000 Mark gekriegt. Nee, du, die hätte ich sonst gar nicht gebraucht. Du, Vater, Mutter ist auch da. Sie will dir gerne Tschüss sagen. Ja, wenn sie schon mit herkommt, dann soll sie mir lieber erst mal guten Tag sagen. Ja? Fein, Vater. Kommt sie denn nicht gleich mit rein, Dummy noch mal? Sie konnte doch nicht wissen, ob du sie rausschmeißt bei deinem Temperament. Sie will nämlich mit mir nach drüben. Was? Nach Amerika? Warum das denn? Tag, Gustav. Tag, Martha. Nun musst du mich aber nicht schlimmer machen, als ich bin. Du hättest doch gern gleich mit reinkommen können. Gut siehst du aus. Du auch? Bisschen blass um die Nase, aber sonst bist direkt hübsch geworden. Sieht bald so aus, als wenn wir als Einspänner auch ganz gut zurechtkommen. Glaube ich nicht. Wenn ihr zusammengeblieben wärt, würdet ihr beiden noch besser aussehen. Onkel Emil ist immer noch der alte Philosoph. Ja. Also, Gustav... Jo, Augenblick mal, komm mal her. Nee, Gustav, du. Danke, Emil. Erstmal, ich soll dich grüßen von den Kindern. Gediegen. Vor 2 Jahren wurde mir gesagt, dass ich keine Kinder mehr habe. Keine Frau und keine Familie. Das hast du gesagt, nicht wir. Und denn noch was, Gustav. Robert hat nun seine eigene Praxis. Und Fritz, Herr von Bodenstedt, der hat vor 14 Tagen seinen Regierungsrat gemacht. Mhm. Und nun sind die Kinder übereingekommen, dass sie dein Geld nicht mehr brauchen. Ja, ist denn noch was da? Sie haben nicht mehr ausgegeben, als sie nötig hatten. Ja, das ist ja wieder gegen meinen Willen. Das ganze Geld gehört der Familie, habe ich bestimmt. Tja, die Kinder wollen von einem Vater, der nichts von ihnen wissen will, nicht länger Geld annehmen. Ja, wenn Sie meinen, dass ich mich deshalb mit Ihnen wieder vertragen werde, denn dann sind Sie aber auf dem Holzweg. Sie wollen überhaupt nichts geschenkt haben. Das Geld, was Sie verbraucht haben, wollen Sie mit den Jahren abbezahlen. Ach so. Nun geht mir ein Licht auf. Meine werte Familie ist dahinter gekommen, dass ich vor der Pleite stehe. Und nun wollt ihr mir helfen. Und das ist ein ganz gemeines Verbrechen. Ich will kein Almosen. Ich brauche kein Mitleid. Vater, das muss dir doch imponieren. Imponieren? Wenn du gekommen wärst und hättest gesagt, die Kinder hätten meinen Willen doch respektiert. Sie, das hätte mir imponiert. Aber sie meint doch, dass das ganz in deinem Sinn ist. Du hast mich verraten, Emil. Natürlich, ich krieg wieder die Schuld. Fahr wieder über Kuppen. Du Dussel hast dich eben selbst verraten. Du bist mir in den Rücken gefallen. Komm, Konrad, wir haben hier nichts mehr zu suchen. Ein Moment mal, Tolf. Nun komm ich erst mal, Martha. Seh die Dohl. Auf den Platz, Gustav. Nun land wieder, Dober. Da laufen nur 2 Menschen für immer auseinander. Die Frau will nach Amerika, wo sie gar nicht sein mag. Und der Mann will pleite machen, hat das gar nicht nötig. Wer sagt denn, dass ich da nicht sein mag? Kümmer dich um deine 10 Witwen und nicht um mich und meine Frau. Bloß nicht nachgeben, bloß nicht nachdenken. Hättest du das vielleicht anders gemacht als deine Kinder, wenn du jung und verliebt bist? Ja. Ja, just du. Standesunterschied. 2 Jahre warten. Du hättest zu unserem Vater gesagt, rutsch mit dem Puggedol. Aber deine Kinder, ja, die müssen parieren. Ja, bravo, Emil. Sei du bloß still. Wieso hast du nicht gemerkt, dass er sich in der Villa nicht zu Hause gefühlt hat? Er war doch nie da. Und dass die Kinder ihm fremd geworden sind durch ihren Umgang mit überkandidelten Leuten, da seid ihr nie hintergekommen. Richtig, Emil. Oh, fasst du dir an deine eigene Nase. Hast du dir einmal klar gemacht, warum deine Familie in die vornehme Gesellschaft kam? Weil du mit deiner Geldscheffelei ihnen das nötige Kleingeld gegeben hast. Ach, du hattest Geld schuld. Nein, du! Weil du keine Zeit hattest, dich um deine Familie zu kümmern.
Stimmt, Emil? Kinders, hören wir doch endlich auf, uns selber Engels, Rhein und der anderen Dübel Swatto sehen. Nix kommt von nix, schuld haben wir alle. Oh, was hab ich bloß für einen klugen Bruder? Hab ich gar nicht gewusst. Du hast mich ja auch nie nicht ausschnacken lassen. Vater, sollten wir uns nicht alle ein bisschen schämen? In Wirklichkeit haben wir uns doch gern. Ha, ha, ha. Ja, lach du, Mann. Und warum guckst du alle naselang deine Familienbilder an? Ist das so? Das ist so. Du übertreibst, man mich. Ich fang ja erst an. Dein verdammter Stolz dich hier im Weg. Bloß nicht zugeben, dass du allein mit dem Gedanken spielst, dich auf Automobile zu schmeißen. Könnte ja angehen, Konrad. War damals doch nicht so ganz auf dem verkehrten Pad. Und das kannst du nun partout nicht zugeben. Ja, du halt doch dein Pappel. Vater, ist das wahr? Das ist wahr. Warum bist du nicht einmal hier raufgekommen, wo du doch manches Mal im Düstern vorbeigeschlichen bist, nach den Fenstern raufgeschult hast mit Tränen in den Augen? Martha! Das ist doch gar nicht wahr. Nee? Können wir ja Gaste beformen. Bei ihm hast du ja schon öfter mal heimlich nachgefragt, ob Gustav auch immer adrett angezogen ist und aber auch einmal am Tag eine warme Mahlzeit kriegt. Mutter, wenn das so ist. Ja, Gustav, das meine ich auch. Fein, Mutter. Weißt du was? Du bleibst hier. Und wie ist es mit dir? Konrad, willst du nicht auch wieder bei uns bleiben? Na also. Ja, ich hab doch meine Frau drüben und mein Geschäft. Lass sie doch nachkommen. Und das Geschäft kann sie doch verkaufen. Oder ist sie da nicht klug genug für? Klar, sie das. Sonst hätte sie mich doch nicht genommen. Ach, Junge, hier kannst du dir eine Werkstatt hinstellen. Und Garagen kannst du bauen. Ist Platz genug. Du machst den Automobiles und ich. Und wir verdienen mit Pferdehandel noch, was zu verdienen ist. 50-50, einverstanden? Nee, du. Was? Mein Umsatz wird größer sein als deiner. Ich muss mehr haben. Ha, 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 ha. Mein Sohn! Bravo! Bravo! Wo kommt ihr denn her? Wir hatten keine Ruhe, Mutter. Wir wollten das noch ein letztes Mal versuchen. Na denn, kommt mal rein. Herr Krause, sehen Sie, das ist ja nicht bloß das Leben da draußen, was anders geworden ist. Aus Droschken werden Autos. Aus Kindern werden Eltern. Und aus dem Vater ist unvermutet ein Großvater geworden. Ja, das ist ja schon wieder ein Komplott gegen mich. Aber ein gutes. Gustav. Och, Kinders, nee. Also, so schön habe ich mir mein Jubiläum nicht mehr träumen lassen. Meine Freunde sind weniger geworden und meine Familie wird immer größer. Stimmt, Großvater. Was? Ihr habt was Lütz? Ja, ein Witten Gustav. Was? Dreimal Gustav Krause? Ist das nicht ein bisschen viel? Sie konnten doch nicht wissen, dass das in Amerika auch schon einen gibt. Gustav hier, Gustav dort, Gustav in Amerika. Ja. Ja. Familie Gustav Krause. Firma Gustav Krause. International. Ha, 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 ha.